Herzlich willkommen hier zu dieser neuen Ausgabe von AppTests Video. Wir wollen uns heute anschauen den TriggerTrap Mobile Dongle. Ein kleines Kabel, das sich mit der Spiegelreflex und dem iPhone verbindet. Einfach durch Einstecken wird da die Verbindung hergestellt. Und dass es erlaubt, über eine 7,99 € teure App bzw. deren kostenlose Lite-Version mit entsprechend weniger Funktionen die Kamera mit dem iPhone auszulösen, wie ihr das hier gerade im Video seht. Verfügbar sind dadurch einmal Modi wie Einzelaufnahmen, aber auch kompliziertere Sachen, die mit der Kamera alleine nicht möglich sind, werden dadurch extrem einfach. Ihr seht hier jetzt den Burst-Mode, das heißt, dass er einfach, solange man auf den Auslöser auf dem iPhone-Bildschirm drückt, Fotos aufnimmt und diese dann entsprechend speichert. Versionen des TriggerTrap Mobile Dongles sind für Nikon-Kameras und Canon-Kameras verfügbar. Der Dongle funktioniert natürlich mit allen iPhones. Und einer der Modi, die mit der Kamera alleine so nicht möglich wären, ist der Zeitraffer-Modus, den ihr hier gerade im Bild seht. Das heißt, ihr gebt einfach ein, wie viele Bilder in welcher Zeit aufgenommen werden sollen, und der TriggerTrap kümmert sich dann selbstständig darum, eure Kamera auszulösen, was toll ist und tolle Ergebnisse bringen kann. Mir persönlich gefällt aber besser noch der nächste Modus, nämlich der Beschleunigungsmodus. Das heißt, dass der TriggerTrap entweder am Anfang oder am Ende einer Zeitraffer-Sequenz mehr bzw. weniger Fotos aufnimmt. Und das seht ihr jetzt hier im Video oben links. Da habe ich den Sonnenaufgang so fotografiert, dass am Anfang relativ viele Fotos aufgenommen wurden und zum Ende hin immer weniger. Das heißt, dass es zum Ende hin immer schneller geht, der Sonnenuntergang. Außerdem möglich sind Sachen wie die Reaktion auf Erschütterungen, das heißt, ihr legt das iPhone zum Beispiel auf den Tisch und immer wenn der Tisch wackelt, wie ihr das hier seht, löst das iPhone ein Foto aus. Da kann dann noch in der App eingestellt werden, auf was für eine Erschütterung die denn reagieren soll. Als letzten Modus, der mit iPhone und iPad zusammen total toll funktioniert, ist der Wi-Fi Slave Modus zu erwähnen, das heißt, das iPad ist zum Beispiel wie hier mit der Spiegelreflex verbunden und ich kann über eine Wi-Fi-Verbindung zwischen iPhone und iPad mit dem iPhone das iPad auslösen, was dann wiederum ein Signal an den TriggerTrap weitergibt, der dann die Spiegelreflex auslöst. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!